Schwerer Verkehrsunfall auf der B2. Am Dienstagvormittag ist es auf der Bundesstraße 2 im Georgsgmünder Ortsteil Mauk zu einem Verkehrsunfall mit drei teils schwer verletzten Personen gekommen. Ein 61-jähriger Mann aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wollte mit seinem Lieferwagen nördlich von Mauk auf die B2 in Richtung Rot einbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 58-jährige Frau auf der Bundesstraße. Sie konnte dem Wagen nicht mehr ausweichen und stieß mit ihrem PKW gegen das Fahrzeug. Durch den Aufprall geriet die Frau auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem BMW zusammen. In diesem saß laut Polizeiinformationen ein 28-jähriger Nürnberger. Das Auto der 58-jährigen Frau kam auf dem Dach im linken Straßengraben zum Liegen. Ein Rettungshubschrauber flog die schwer verletzte 58-Jährige in eine Fachklinik. Bei dem Verkehrsunfall entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Die Polizei in Rot ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Fahrer des Lieferwagens.